Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vieh und Forst oder Forst und Vieh, wie ihr wollt. Wir sind bereits in Folge 209 und wir gehen einmal zu dem freundlichen kleinen Steier. Da steht er nämlich schon. Wir haben ja letztes Mal noch Sachen verkauft und jetzt wollten wir noch gucken, ob wir nicht noch einen Ladewagen mit nach oben nehmen. Deswegen gehen wir einmal hier auf die Ladewagen. Ich habe mal geguckt wegen Mods-Geschichten. Und ja, hier sind wir gelandet. Ne? Strautmann Terra Vitesse, das ist der 5201. Der kostet 131.000, braucht 220 PS. Die sollten wir mit den anderen auf jeden Fall haben. Also mit dem kleinen nicht, wenn der aktiv ist, also wenn er an ist, aber mit dem großen, mit den beiden großen haben. Deswegen sollte bis auf der Steier alles andere den eigentlich dann bewältigen können. Als Alternative, das ist 42.000, der Krone hier 56.000, der kostet auch ein bisschen mehr und braucht 240 PS. Er hat 56.500, kostet auch eine Ecke mehr. Ich würde sagen, wir nehmen mal den guten Terra Vitesse hier. So, Reifen werde ich einfach mal so lassen. Wir werden das einfach ein gutes Stück mal kaufen. Das hatten wir ja schon mehr als über, weil wir hatten ja schon gut Sachen verkauft. Wie gesagt, er wird ihn jetzt ziehen, er wird ihn in angeschalteten Zustand mit Aufnehmer wahrscheinlich nicht vernünftig betreiben können, aber so als Hänger ziehen, um mit nach oben zu nehmen, das Ganze, das sollte klappen. So, einmal ran hier, so. Ich habe richtig schön gesehen, wie die Stütze hochfuhr. Sieht auch sehr gut aus, das gute Stück. So, jetzt machen wir hier natürlich noch eben unser schönes Programm an. Sagen, jetzt soll zum Forsthof fahren und soll loslegen und das machen wir dann da. So. Ja, dann soll er den dementsprechend nach Hause bringen. Das wird unser neuer Ladewagen. Gut, wir tappen durch. Ne? Er kann ihn auf jeden Fall bedienen und auch der John Deere sollte damit ohne Probleme den ganzen Spaß handhaben können, weil die haben die PS-Klasse. So, gut, wir machen weiter. Und zwar, wo haben wir aufgehört? Klar, wir waren am Bäume sägen. Die Reihe, da müssen wir noch. Und das wollen wir natürlich dann auch machen. Oh, okay. Aus dem Winkel sieht das überhaupt nicht gut aus. So, so sieht es aber gut aus. Aus irgendeinem Grund sehe ich das trotzdem nicht. Jetzt hat er. Sehr gut. Und dann leg ich mal los und klein damit. Ja, weil damit wollen wir natürlich das Geld machen, jetzt um die Sachen gegen zu finanzieren. Mit den Sachen verkaufen haben wir auf jeden Fall ja schon unseren neuen Ladewagen gegenfinanziert. Das ist auf jeden Fall ja gar kein Problem. Und da kommt ja auch noch eine Ecke mehr Geld raus, wenn wir die anderen Sachen noch verkaufen. So. Was wir davon behalten, das wird der Schwader sein. Den werden wir auf jeden Fall gebrauchen, wenn wir den Grastrocknungsanlage aufstellen sollten. Dann brauchen wir auch den Wender nicht mehr, also den Zeter nicht mehr. Und natürlich dann auch die Ballenmaschine nicht mehr. So einfach ist es, ne? So. Fahren wir ein bisschen neu ran. Bisschen runter und schon geht es weiter mit dem nächsten Bau. Schön fallen lassen und durch damit. Ja, Entschuldigung fürs Räuspern. Ab und zu hier leider Frösche unterwegs, so wie es aussieht. So, das hier rein. Und auch den durchschieben. Ah, da schubst er nur ein bisschen die kleineren. So, hier. Schön durchziehen das Ganze.
So, da steht es ein kleines bisschen zurück. Mal gucken, wie wir da sauber hinkommen. So wie es das hier macht, gerade gar nicht anscheinend. Aber so sollte es gehen. Da haben wir ihn auch schon. Und durch. Ja, mit so einem Harvester geht das schon eine ganze Ecke schneller. Also wenn man den Kram mit der Hand machen muss, das kann ich ja sagen. Ne? Das gute Stück haben wir auch gekauft. Ist ja unser. Müssen halt nur mal gucken, was wir mit den, dass wir mit den Reparaturen und sowas auf dem Laufenden bleiben. Aber hier seht ihr ja selber, ne, der grüne Balken bei den Anzeigen sagt eindeutig aus, dass es ihm noch gut geht. Und das ist ja okay. Warum kann ich überall zu dick sein? Ich gebe einfach ein Stückchen hoch, ein Stückchen wieder runter und so und sagt er, es passt. So muss das sein. Ja, bis jetzt haben wir noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob der Kollege... Irgendwann muss er mal kommen, oder? Nicht, dass er irgendwo in den Abgrund gefahren ist oder so. Glaube ich eher nicht, aber... Wer weiß das schon. So, da sind wir auch dran. Schon wird wieder gesehen. Und das letzte kleine Stück. Ich habe auch nicht übersehen, dass er angekommen ist, oder? Ja, da steht nichts. Den sehen wir ihn auch noch nicht. Na ja, lass uns mal überraschen, wann er auftaucht. Ich habe auch nichts gelesen, dass er irgendwo hängen geblieben ist oder so. Deswegen denke ich mir da jetzt mal nichts bei. Lass uns mal überraschen. Ah, der war jetzt ein bisschen schief gegangen. Aber geht noch. Können wir noch mit leben. Ja, vielleicht ist der Hänger doch ein bisschen schwer für ihn zum Ziehen auch, dass er deswegen seine Geschwindigkeit natürlich den Berganfahrt da nicht so hinkriegt. Das kann natürlich sein. Dass er deswegen jetzt, ja, ich weiß, ich bin am Rumbein. Ach, da kommt er vorbeigezischt. Von wegen, er kann nicht. Er ist schon da. Ja, okay, schon ist er relativ. Aber da haben wir ihn gerade vorbeifahren sehen. Dann machen wir den Baum hier noch eben. Der dürfte dann da gleich gemütlich um die Ecke gefahren sein. Und dann schicken wir ihn mit der nächsten Technik da unten. Ja, du bist beim Forstdorf angekommen. Das ist schon gut zu wissen. Da steht er auch. Ja, ich habe ihn abgewürgt. Hauptsache. Das ist ein ganz schöner Brummer, ne? Und ich nehme ihn auch wieder mit. Nein, ich will ihn nicht mehr haben. Nein, ich stelle ihn drüben irgendwo bei der Wiese ab, weil da werden wir ihn das nächstes brauchen. Ich habe hier nichts zum Aufnehmen, ne? Aber man sieht schon bergan. Ein bisschen kämpfen muss er schon. Also so ein Ding hat natürlich auch ein gewisses Eigengewicht, ne? Aber ging. Aber wie gesagt, wir haben die beiden kräftigeren Fahrzeuge ja da. Wir werden die Sachen wahrscheinlich dann eh mit dem Valtra machen. Der kann ein bisschen, hat ein bisschen mehr Kabit drin. Dann flutscht das auch, ne? So, sehr schön. Hier werde ich auch hinten jetzt an der Kreuzung erstmal auf den Seitenstreifen stellen. So, Leute. Da steht das schon mal gut. Dann schnappen wir uns die nächste Technik. In dem Fall ist das hier die Wendeeinheit. So. Machen wir auch wieder den Weg zum Shop an und sagen los. Dann kann er das gute Stück wegbringen. So einfach ist.
Und das ist auch einfach, dass hier der Motor ausgegangen ist. Das sieht man nämlich hier, war das Schneidwerk dann vorne zu knapp. So, dass der Kopf vorne zu klappt. Nein, das ist alles richtig los. Ich den Kram da. Wo wir den Kram jetzt sägen? Also. Na, ich war ein bisschen tief, dass ich hinten auf der anderen Seite. Oh, nicht so wippeln, wackeln, immer durch da. Ja, seht ihr schon, wie er ein bisschen gezogen hat? Also der hing ein bisschen fest, aber wir haben ihn zum Glück losgekriegt. Wir haben den großen Vorteil, dass wir bis jetzt ja keinen Handstand oder sowas gemacht haben. Das ist ja sonst auch schon mal vorgekommen. Brauche ich aber auch nicht unbedingt, muss ich sagen. Oh, den haben wir ein bisschen geschoben, das ist nicht so praktisch. Sieht auch nicht so gut aus. Hier haben wir jetzt einen Bogen drin, deswegen werde ich hier mal so ein bisschen neu anfahren. Dass wir ein bisschen besser dazu stehen. So. Na komm her, geht da richtig rum. Ich drehe den Kopf mal so ein bisschen. So. Na, also das geht doch. Da kippt das gute Stück. Ja, dann klappt das ja gut, dass wir die ganzen Sachen schön mit Autodrive nach unten fahren lassen, in der Zeit, wo wir hier oben schon unser Holz machen. Das finde ich sehr gut. Na, komm her, beweg dich ein bisschen. So. Wollte nicht unbedingt alles mit umreißen hier. Ja, bin ich doch ein bisschen forsch dran gewesen. Ja, der schwierige Part kommt gleich, wo diese vier Stück da in der zweiten Reihe stehen. Der Part macht es nicht einfach, sie vernünftig fallen zu lassen. Aber die vier werden wir natürlich auch gleich wieder mit wegnehmen. Oh, okay. Bin ich diesmal so schnell gewesen, so schnell konnte der Kopf gar nicht drehen anscheinend. So. Da geht's schon wieder weiter. Ja, Zeta verkaufen, hochfahren lassen, Ballenwagen, Ballenpresse holen, nach unten fahren, verkaufen und wieder nach oben fahren. Das muss er alles noch nebenbei machen. So viel Touren, wie wir die machen, sollten wir dann vielleicht auch mal gucken, ob wir ihn nicht irgendwo mal tanken müssen dann oder so. So. Nee. Bisschen runter auf jeden Fall. So. Ja, der geht auch noch gut. Der fällt auch noch daneben. Obwohl der hakelt da schon so ein bisschen. Ich ziehe ihn schon mal hier so ein bisschen. Es wird hier am Ende auch steiler. Das seht ihr auch schon, wie die Kabine steht, ne? Und wie das ganze Fahrwerk dazu steht, das ist also schon. Da sind die Harvester hier schön geländetauglich. So, jetzt kommt der erste Baum, der vielleicht Probleme haben könnte, dass das dümmlich fällt. Aber, ne, wir fahren. Ja. Merkt ihr, ne? Also die bilden dann einen Winkel, dass das nicht so richtig will. Aber wir haben diesmal noch halbwegs ranziehen können, wie ihr seht. Das hat noch gut geklappt. Der nächste Baum ist genau in der Mitte davon. Da stehen die Bäume natürlich auch ein bisschen schräg hier. Sind dadurch vielleicht auch nicht unbedingt einfach zu. Ja, er fällt einigermaßen. Ja, der ist da. Wow, da haben wir echt jetzt auch mit dem Glück gehabt. Das ist schon mal schön. Wir müssen natürlich jetzt gleich erstmal die Verkaufsaktion einmal da durchziehen. Aber das kriegen wir schon hin. Ah, ich schieb wieder natürlich. Der ist natürlich dann wieder beim Laden im Weg. Das ist natürlich ärgerlich. So. Den haben wir auch gesägt. Auch den haben wir da einigermaßen gut zwischenweg gekriegt. Ich bin schwer begeistert. Also diesmal haben die Jungs echt da wenig Probleme gemacht. Die Bäume der zweiten Reihe sozusagen. Der kurzen Reihe da. Das ist jetzt echt gut. Sind natürlich noch nicht ganz durch.
Also, kannst du nicht irgendwann mal hier ein bisschen sägen oder so? Aber wie hängt das aber komisch hier, ey? Also. Und? Ja. Damit der erste ein bisschen Probleme machen könnte. Aber wir haben ihn hingekriegt, das ist okay. Nein, das soll ein bisschen hoch gehen. So. Wildes Geschwenke. Wir gehen erstmal hier unten auf den Kollegen runter. In der Zwischenzeit ist sein Motor aus. Dann koppelt er erstmal noch gemütlich eine Runde ab. So. Fahren aus dem Bereich raus und dann gucken wir mal. Dafür gibt es nochmal. Oh, fast 24.000, das ist doch schon mal ordentlich. Also wie gesagt, wir haben unsere Fahrzeuge da ganz locker gesponsert wieder. Ne? Wir stehen echt einigermaßen gut da, würde ich sagen. Wir stehen so gut da, dass die Folge auch leider schon wieder zu Ende ist. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen Dank und wundere mich, warum das blöde Ding hier nicht fahren kann vernünftig. Aber so ist es halt. Manchmal will er anscheinend nicht. Dann machen wir es erst nach der Kreuzung. So. Ja, dann sage ich vielen Dank. Ja, und bis morgen.